gibt viele Unbekannte in jedem Jahr beim Weltcupauftakt der Skispringer im finnischen Kuusamo. Einer dieser Unbekannten ist immer wieder neu das Wetter. Zwar ist der Ort am Polarkreis einer der wenigen, wo man derzeit schon Skispringen kann, das aber auch nur, wenn das kalte Wetter mitspielt. Zu Fuß nach unten hieß es am Montagvormittag auf der Rukatunturi-Schanze für die russischen Skispringer sowie die nordischen Kombinierer.